Fett. Was wollte ich noch gucken? Ach so, Velga, ne? Apropos Velga. Wir können mal seine. Hier waren ja die Rüstung von ihm. Havels Gamaschen. Ja, Havel haben wir übrigens erledigt. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran. Gamaschen, das ist hier von dem Goldenen. Das ist von denen. Das ist der Silberritter. Das ist Schatten. Hier. Die Prediger lauschen den Beichten der Sünden und mahnen zur Besinnung um des Seelenheils willen. Ihre Masken symbolisieren die Abwendung von allen weltlichen Gelüsten. Es heißt, von den ausnahmslosen schwarzen Gewändern der Prediger wohnen Velgas mystische Macht inne, wodurch sie gegen Zauber aller Art resistent sind. Sehr geil. Ihr Spiel überrascht mich immer wieder. Okay, damit musst du ein bisschen das Timing anpassen. Und so viel geiler ist die dann auch nicht. Weil das Timing halt. Ich mag und brauche schnelle Waffen. Die Waffe an sich sieht zwar super geil aus, aber ist nicht die Geschwindigkeit, die ich bevorzuge. Das Falchion ist auch ziemlich geil. Wo ist unsere Waffe? Bin ich jetzt zu glatt? Ja. Ich bin doppelt glatt, Alter. Also, was ich mal hier, da wollte ich mir jetzt nur angucken, wie es heißt. Also, was für ein Text es hat, und zwar das Knochenradschild. Riesiges Holzrad mit einem Kranz aus Stacheln. Es ist halb mit einem seltsamen Skelett verschmolzen. Kann als Großschild verwendet werden, nur sind da diese riesigen Lücken. Wenigstens werden die Stacheln zur Waffe, sobald ich das Rad drehe. Wirklich sehr seltsam. Geh ich mit. Geh ich mit. Ich meine so, der Einzelschaden war stärker als der von Nidos Schwerden. Und in der Gesamtheit halt effektiver, schneller. Heißt nicht, dass alles, was schnell ist, effektiv ist. Heißt nur, dass es für mich effektiver ist, wenn es schnell ist. So. Gut, 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 gut. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Drachenarsch immer noch da oben klebt. Oder ob der verfault ist und weg ist. Oder ob der Drache wieder da ist. Was irgendwie unlogisch wäre. Und irgendwie cool, aber auch der Drachenarsch klebt immer noch da. Okay. Nun gut. Nun gut. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir gegen den Ritter da hinten ankommen. Aber wir machen das schon. Ich meine, wir haben gerade echt einen fetten Drachen weggesäbelt. Und da kannst du ja nicht sagen, ey, der Crank Reaper kann nix. Ganz ehrlich, ich habe gesehen, was ich kann. Alter, hier, guck mal, der Pfeil, der wie eine Kurve fliegt. Ja, komm her. Au. Au. So. Oh, fuck it, Alter. Oh, schon wieder. Erste. Weniger schwer, als ich gedacht hatte, um ehrlich zu sein. Nice. Große Scherbe, danke dafür.
Mein alter, danke dafür. So, und hier oben müsste der Drachenarsch draufkleben. Sehr ekelhaft. Okay. So, wenn ich mich recht entsinne, ist das nicht nur ein optionaler Boss, weil du ihn halt übersehen kannst, sondern du musst ihn theoretisch auch nicht töten und kannst einfach rausgehen. Aber ich möchte. Wir schaffen das. Das ist Priscilla, das Mischwesen. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Und sie hat recht, wir könnten jetzt nämlich an ihr tatsächlich vorbeigehen. Zeig ich das mal. Wir könnten an ihr vorbeigehen, da runterspringen und wir sind hier raus. Aber, wie ihr seht, hat sie eine super geile Sense und die will ich haben. So, sie ist jetzt unsichtbar. Wir müssen mal gucken. Beim Schnee hinterlässt sie Spuren. Da. Oh. Alter! Ich finde, die sieht übrigens sehr hübsch aus. Ah, fuck it. Ich krieg ihren Schwanz nicht. Ich will ihren Schwanz haben. Das klingt so verkehrt. Nein! Wenn du dich wieder unsichtbar machst, krieg ich doch deinen Schwanz auch nicht. Oh, ich bin gegen sie gelaufen. Schon wieder. Nein, 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 nein. Au. Ich muss mal kurz hier rüberlaufen. Ich krieg Priscilla Schweif nicht, Alter. Nein! Und ich habe ihren Schweif nicht. Doppelmenschlichkeit. Aber ich wollte ihren Schweif. Ich würde jetzt gerne auf die Knie fallen. Oh, mein Schaden war zu doll dafür. Scheiße. Das war Priscilla das Mischwesen, Endgegner First Try, bam. Nun gut. Auf Wiedersehen, schöne Welt. Einen Heimkehrknochen erhalten. Ja. Und den nutze ich, weil hier alles voller Gegner ist. Sehr, 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 sehr nice. Das war Priscilla, meine Freunde. Und wir verbraten erstmal fix die Seelen.
Kondition ist ganz gut. Alter, wir können einmal aufsteigen. Das ist wahr. Reden. The bonfires attended by the keepers, they are linked to one another. Yet never shall the keepers of these flames meet. If you require rest, now is the time. That is, after all. Ich finde die Feuerhüterin hier ziemlich geil, muss ich sagen. Die ist sehr stylisch, die Frau. Ich mag sie. Ich mag sie. Anor Londo. Ich habe das geheime Level, das Secret Level hier fertig gemacht. Und ich hätte gerne Prisoner Schweif abgehackt. Für die Waffe. Und ich habe es leider nicht geschafft. Das ist etwas frustrierend. Alter, wisst ihr noch am Anfang, als wir hier waren, wie viele fucking Schläge wir gebraucht haben und jetzt hier fix drei Dinge und der ist durch. Nice, oder was? So, ich frage mich, ob wir jetzt hier oben schon durchkommen. Zur Cets Festung, weil wir jetzt das Herrschergefäß haben. Oder ob wir erst mit dem Typen unten reden müssen. Da kommen wir noch nicht weiter. Alles klar, ist kein Problem. Ist doch kein Problem. Oh, ich muss mal kurz an der Nase jucken. So. Priscilla, wunderschön. Und auch schon tot. Dann lasst mich überlegen, können wir eigentlich zurück? Wir haben das gemacht, was ich machen wollte. Wir können mal gucken, ob wir am Anfang den Drachen nochmal geklatscht kriegen. Ihr seid jetzt übrigens arbeitslos, ich habe euren Boss getötet. So. Oh, 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 so, so. Bing, bing. Ah, schade, 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 Priscilla. Schade, schade. Ich hätte sie gerne. Ich hätte gerne ihren Schweif gehabt. Finstermond, Grab. Wo war das? Wo war das? Dexter? Entschuldigt wieder dafür. Ach, das ist hier das Finstermondgrab. Wo kein Weg durchführt. Mal sehen, kann man der Prinzessin die Tiefen... Gemeinde der Untoten, da müssen wir nicht Welt. Guck mal, gemalte Welt von Ariamis können wir jetzt auch hin. Sehr nice. Gehen wir mal zum dem, wenn das der ist, wenn das Feuer ist, was ich denke. Ja, es ist genau das Feuer, was ich denke. Ich will nämlich den Drachen gerne klatschen. So, dich hau ich weg. Dich hau ich weg, ist hier noch einer. Waren hier nicht drei? Na klar, waren hier drei. Alter, seht mal, wen wir hier haben, Mann. Oh, hello there. Forgive me. I was just pondering about my poor fortune. I did not find my own son. Not in Anor Londo, nor in Twilight Blight Town. Where else might my son be? Lost Izalith? Or the tomb of the Gravelord? But I cannot give up. I became undead to pursue this. Okay. But when I peer at the sun up above, it occurs to me, what if I am seen as a laughingstock? As a blind fool without reason? Well, I suppose they wouldn't be far off. Interessant, er ist also untot. Oh, hello there. I will stay behind. The
sun is a wondrous body, like if only I could be so grossly incandescent.